stünden die Dinge anders, würde ich Ihre Sturheit sogar bewundern, Mr. Clark. Aber das hier ist bedeutender als Sie, bedeutender als das Leben aller auf dieser Station. Sir, die letzten Evakuierungsvorbereitungen laufen. Offenbar endet es jetzt. Ab hier ist alles nur noch Ballast. Isaac, was meinte er damit? Was meinte er, als er von Ballast redete? Er nutzt den Solarstrahl. Wir müssen den Transport stoppen. Oh, sofort! Scheiße! Ah! Er hat die Station geteilt. Keine Möglichkeit mehr, um rüberzukommen. Bringen Sie uns zurück zur Station. Na los! Warum? Tun Sie es. Schnell! Die Ishimura. Wenn die Gravitationsstrahlen noch funktionieren, kann ich... Sie wollen den Regierungssektor zurückziehen? Isaac, das ist lächerlich. Wenn ich die Schienen ein paar Sekunden ausrichten kann, sollten Sie mit der Bahn rüberkommen. Seien Sie bereit und passen Sie auf Stross auf. Isaac, nein. Das ist eine ziemlich dämliche Idee. Warten Sie es ab. Mein Kopf ist voller dämlicher Ideen. Na komm, Ishimura. Willkommen zu Hause, Isaac. Ja, willkommen zu Hause. Hand auf Fahrstuhl. Wir kennen uns doch schon. Willkommen in Dead Space 1. Ja, hallo, willkommen. Dead Space. Kam aber noch viel zu gut. Boah. Ich glaube, die haben das alles noch genau getreu. Die haben komplett alles übernommen. So, gut. Ishimura. Ellie, ich bin drin. In der Flight Lounge sollte ein Computer sein. Ich kann den Status des Schiffs von dort aus checken. Sind Sie okay? Sie klingen ein wenig nervös. Als ich das letzte Mal hier war, lief es nicht so gut. Ich melde mich bald wieder bei Ihnen. Ja, wieso lief es nicht so gut? Ich weiß es noch ganz genau. Wir haben jetzt eigentlich 1100 haben wir wieder zusammen. Boah, verdammt! Ja, hat alles begonnen, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Hier mussten wir fliehen vor dem vorhin. Nekromorphen. Ah, speichern wir erstmal, vorsichtshalber. Ah, oh, ihr seid ehrlich, das ist schon krass, Dead Space 2. Wir müssen da lang, also gehen wir erstmal hier rein. Es ist empfehlenswert, den ersten Teil und den Film vorher angeschaut zu haben. Next Lock, was ist noch? Der bisschen Schreckmoment immer, wie immer. Wirklich nichts, wenn du die Toiletten putzt. Ich schwöre, dass ich in jeder Schicht etwas in den Wänden höre. Sowas wie ein Kratzen. Wenn ich still stehen bleibe, hört es auf. Wenn ich mich wieder bewege, wartet es ein bisschen und macht dann weiter. Heute folgte es mir direkt unter meinen Füßen, als ob es mich belauert. Ich ertrage das nicht, Mann. Dieses Schiff ist verflucht. Es ist ein böses Omen, dass es hier ist. Ich beantrage meine Versetzung. Und das solltest du auch. Ich würde es so krass finden, wenn jetzt wirklich das NFP wiederkommen würde. Schwerkraft- und Lebenserhaltungssysteme auf Notreserve. Primärsysteme offline. Hauptzentrifuge ist aufgrund von Reparaturarbeiten offline. Scheiße, das habe ich mir gedacht. Was? Die Schwerkraftzentrifuge wird repariert. Ich muss runter zum Maschinendeck. Das könnte interessant werden. Ist es sicher? Ich wüsste nicht wie, aber ich werde es Sie wissen lassen. Ja.
Chimo. Das kennen wir doch alles noch. Ach ja, Dead Space 1. Vielleicht wird Dead Space 1 doch mal spielen, aber nicht als Let's Play, sondern im Livestream einfach mal Dead Space aber was machen. Und jetzt ist unsere Werkbank. Die Werkbank stand aber nicht davor. Och, die alten Kisten. Och, die ganz alten Kisten. Cool. Haben wir denn drei Hammer? Kapazität und Spezial. Ah. Jetzt sitze ich mit Gegnern. Ran damit! 20 hoch. Ist denn still, ein bisschen zustifferlich. Geht's lang? Gucken wir es mal hier nach. Ja. Noch ein Speicherpunkt, sehr gut. Ah, oh, schaffen wir, wie gesagt, wir treffen das Vieh nicht. Boah, schaff's nicht. Ja, hier auf diesen Vieh, hier haben wir das unsterbliche Vieh getroffen. Ich hoffe, wir treffen das nicht. Weil es meistens nicht verstehen kann, was die jetzt da sagen, denkt mir, deswegen auf jetzt unten mit eingesetzt. Erstmal hier lang. Hier war der eine Typ, der sich den Kopf gestoßen hat, das will ich noch. Gordon? Hedwig hier! Warst du in der letzten Schicht hier? War überhaupt jemand hier? Schätze, jetzt bin nur noch ich hier unten. Als letzte Nacht die Lichter ausgingen, habe ich mich verirrt und fiel eine Rampe runter. Vielleicht hat mich auch jemand gestoßen. Meine ganze linke Seite tut weh und mein Sprunggelenk ist geschwollen. Seid ihr bestimmt nicht hier unten? Ich höre was in der Nähe meines Spins. Scheiß drauf! Ich gehe nach oben und komme nie wieder hierher zurück! Okay, dabei bin ich schon mal zurück.